So, hallo und willkommen zu meinem nächsten FIFA 23 Ultimate Team Pack Opening. Sehr wahrscheinlich eins meiner letzten Pack Openings. Ob meins kommt, weiß ich nicht. Ich habe noch 8 Packs, die ich natürlich mit euch in der Schlussphase ziehen will. Ehrlich gesagt, bei der Switch-Version ist die Luft raus. Es kommt nicht mehr wirklich vieles. Aber natürlich, wenn ihr noch Bock habt und so, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, um mich zu supporten. Und schreibt natürlich in die Kommentare, ob ihr noch Bock hättet auf einen allerletzten Livestream eventuell, weil ihr wisst ja, in ungefähr circa ja, 17 Tagen, je nachdem, wann das Video online kommt, aufgenommen wird es am 13.09. und am 30.09. kommt ja schon die neue Version, das AFC 24. Deswegen, wir sind alle gespannt und gehypt und freuen uns auch jetzt zu den Packs hier. Vielleicht können wir ja noch was Gutes ziehen. Ich habe leider nichts mehr fein. Ich will noch auf jeden Fall immer noch die Top-Partien immer abschließen, die kommen. Ihr seht es ja hier einmal im Überblick, die 8 Packs. Also Hoffnung, irgendwas Gutes zu ziehen, habe ich nicht wirklich. Aber ich will mir meinen Verein füllen, wie gesagt, für die Top-Partien. Deswegen Goldspieler-Pack und dann schauen wir mal, ob da was Gutes bei rumkommt. Und so, wir haben schon mal einen seltenen 82er. Der Rest hier natürlich dementsprechend alles hier vorhanden. Packen wir alles zum Verein. Genau. Und dann nächste Pack. Die unspektakulären Packs werden natürlich zuerst gezogen. Das ist das Beste eventuell. Ja. Dann das. Das können wir ziehen. Das ist okay. Die können wir ziehen. Da fangen wir da mal mit an. Also wie gesagt, das waren noch von den Top-Partien die letzten, die ich machen konnte. Und so weiter und so fort. Die noch übrig sind. Sabitzer 80er. Nehmen wir mit. Ansonsten ein Duplikat können wir abstoßen. Nichts anderes hier. Verbrauchsobjekte. Kein Trikot, keine Bälle. Also alles zum Verein. Und dann schauen wir mal. Special-Karten kann man ja ziehen. Ob ich eine ziehen kann, wäre natürlich optimal. Dann die zwei hier. 7 seltene Objekte. Das muss doch eigentlich Glück bringen und was Gutes bringen. Okay, Mount. 84er Mount ist okay. Nehmen wir mit. Ansonsten können wir das alles abstoßen. Das nehmen wir natürlich dementsprechend alles in den Verein. Ja. Mal gucken, ob wir nochmal Packlack haben. Ich hoffe natürlich, wenn ihr noch Packs zieht, dass ihr auch Glück habt. Würde ich euch natürlich gönnen. Und mir natürlich auch. Wir schauen mal. Oh! Einen Getreuder. 91er Totzkarte. Archive 97er Müller. Das heißt, wir können sogar Totzkarten ziehen. Mal gucken. Ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Wir können ja gleich mal vorsichtig gucken. Nicht, dass ich mich verklicke und fettfingere. Was der überhaupt aktuell noch wert ist die Karte. Wir gucken mal, ob es sich lohnt, den zu verkaufen, ob überhaupt jemand auf der Switch noch kauft. Wie gesagt, bei mir war auch die Luft raus, deswegen gab es in letzter Zeit auch nicht so viele. Ja, das ist ja gar nichts wert, okay. Videos oder Livestreams, weil einfach hier nichts Spektakuläres mehr passiert. Aber hey! Wir haben eine Topskarte gezogen. Das ist auf jeden Fall schon mal stabil. So. Und dann 81, 80. Machen wir das zuerst. Das eine Pack natürlich dementsprechend als letztes. Und das wird ein Timo Werner. Okay. Mit ein paar Silberspielern. Ja. Nehmen wir. War jetzt nichts Spektakuläres dabei. Dann 80 plus 81 plus garantiert. Das heißt, ein 80er ziehen wir mindestens aus diesem Pack. Kann natürlich auch besser werden. Oh, okay. Zwei blaue Karten. Wäre das mal zu der Totzzeit so gewesen. Hätte ich mal da so viel Luck gehabt. Blind. Ja, immer noch bei Bayern ist er ja gewechselt. Also die haben ja auch noch nicht die Spieler. Transfers aktualisiert, teilweise auf der Switch, okay. Wir können einfach mal kurz gucken.
Ab den. Okay. Also spielen tue ich ja nicht, weil das ist ja zweite englische Liga, Sheffield. Die sind sogar, glaube ich, für Tour aufgestiegen. Genau. Das heißt, da haben wir schon mal was, ein bisschen was. Und dann gucken wir mal. Also die sind halt auch nichts mehr wert. So, jetzt hier wieder. Und dann gucken wir mal, ob mich da noch was Schönes, weiteres Gutes anlächelt. Einen Saka 82. Und direkt auch doppelt, okay. Also, direkt ein. Achso, sorry. Der war doppelt. Ich dachte, der wäre zweimal Pack gewesen. Nein, nein, alles gut. Bisschen verguckt. Aber passt schon, läuft schon. Und dann gucken wir mal. Das letzte Pack. Was sagt die Zeit? Ja, okay, passt. Passt, passt, passt. Und was kommt aus dem letzten Pack nochmal raus? Ein 84er Muhahin. Und ein Ingenio Martinez. Ja, also Perfect Link Pack. Können wir mit leben. Geht natürlich schlimmer. Werner und Paulsen sind doppelt. Okay, das war's dann von diesem kleinen Pack-Opening. Ich hoffe trotzdem, es war unterhaltsam, hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video oder nächsten wieder. Und damit ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.